Nimm die auf? Jo. Okay, alles klar, danke. Ich hab Spaß. Sagen, Yoshi. Ey, das schockt ja gar nicht, das tut richtig weh, Alter. Ach, ehrlich. Macht irgendwie nicht so Spaß. Gerne. Ja, moin, Leute. Wir sind jetzt hier auf dem Kükenmeet 4.0. Das vierte Kükenmeet in Folge. Oder das vierte Mal, dass wir jetzt das Kükenmeet hier veranstalten. Oder nicht veranstalten, sondern einfach, dass wir uns zum Kükenmeet treffen. Und Pep ist auch da. Ja, dann sag halt nicht Hallo, du Wichsfresse. Ich gebe gleich mal so durch, wer alle so da ist. Wir haben hier den Yoshi. Dann haben wir auch ein paar Leute von hier. Die beiden auch. Ich komme auch von hier. Ich auch. Dann haben wir jemanden aus Kiel oder aus der Nähe von Kiel. Dann haben wir da zwei Leute, die da vorne stehen, aus Bottrop da. Noch jemand aus Kiel. Ein paar Leute aus Kiel sind hier. Der fette Wenzel ist auch hier, den keiner mag. Magnus ist auch noch da. Hey, halt dein Maul mal! Und der Küken! Depp! Und wir werden hier das ganze Wochenende lang ein bisschen stunten, weil was anderes können wir eh nicht machen. Ich werde mal versuchen, mich ans Coastern zu nähern, weil das ist dann doch nochmal ein geileres Wheelie-Fahren. Und ich bin guter Dinge, dass ich das dieses Wochenende mal hinkriege, zu coastern. Ja. Natürlich wäre es toll, wenn die Polizei nicht hier hinkommt. Mal schauen, wie lange wir unsere Ruhe hier haben. Oh, ich fahre mal eben dem Tilo hinterher, der kann gut coastern. Oh, shish! Okay. So ein kleines Stück fällt der noch. So wie bei mir. Ja, das ist schon ein geiles. Und Tilo kann auch gut fahren, der ist auch Endstufe. Und Küken, der ist halt klein. Sehr klein. Ich kicke gerne. Schön. Ciao. Nice. Oh, Dinner. Nee, danke. Bitte haben? Nein. Ich melde mich eben kurz zurück mit Fortschritten. Ich kann coastern und dabei Kennzeichen schleifen. Zack! Zack! So einfach geht das! Naja, also es hat zwar nicht lange gedauert zu coastern, ich habe jetzt vor 2 Wochen damit angefangen, das zu üben und heute den Durchbruch geschafft. Es ist halt einfach mega die Kopfsache. Und mit Kupplungen zu coastern oder coastern und dann Kennzeichen schleifen ist halt einfach mega einfach. Du hast einfach nicht diesen Kampf zwischen Motor und Bremse und das macht das halt einfach echt kinderleicht. Das ist so witzig und so toll und Yoshi freut sich so.
das sowas wie ein Rennen? Ein Rennen, ein Rennen! Ein Rennen gewonnen! Alles gut? Alles gut? Ja. Bisschen zu doll gebremst. Egal, es ist selbst aufheben bei der Fahrt. Ja, egal, wie man das macht. Ist besser, 5 PS mehr, habe ich gehört. Bisschen leichter. Dann setz dich erstmal eben hin oder so. Er hat gesagt, es tut mir leid. Ach so. Denk mal dahin oder so. Hey! Hey! Ich bin nur 1,20, ey! Ich kann coastern, Momme. Junge, voll geil. Das ja. Ist echt so. Nimm's auf. Das sieht bestimmt später aus. Zweiter Tag. Schifffahrt okay? Ja, besser, 400. Der Moment, wenn gleich die Polizei kommt und ein paar Leute ganz viele Motorräder verstecken, wegen Illegalität. Ihr habt ein schönes Festival aufgebaut hier. Ja. Ja. Fällt sie? Ja. Läuft alles glatt oder werdet ihr belästigt? Belästigt werden wir nicht. Wir haben aber eine Meldung bekommen, dass Motorradfahrer und Quadfahrer andere belästigen. Also war, wir gehen jetzt hin und notieren von allen Fahrzeugen die Kennzeichen. Das erspart uns die Maßnahme, alle Personalien festzustellen. Der verschobene Vatertag, ein schöner Vatertag bleiben kann. Alles klar, dass sich keiner aufs Maul legt. Ja, also, machen wir nicht, danke schön. Werden wir versuchen. Eine Ewigkeit später. Was ist Schnapper? Das war die Hallo, ich bin der Robin. Ja, ich hab deinen an, du hast Robin und Robin meinen an. Echt süß. Ich hab eine Blase am Finger. Wow! Wow!
Akrapovic-Apokalypse. Akrapokalypse. Cool, sehr cool. Ganz cool ist das. Cool, toll. Sumoguns. Ja, die Fans, die sind nicht überall.